Ja, herzlich willkommen hier zum Rekrutier-Erfolgskongress. Ich freue mich riesig, dass ich dabei sein darf und sage gleichzeitig herzlich willkommen an einem Tag, an einem Datum, welches du vielleicht so schnell nicht vergessen wirst. Wieso und warum, das versuche ich in den nächsten ungefähr 30 Minuten zu klären, denn ich weiß jetzt nicht, wie lange du schon mit dieser Branche vertraut bist. Vielleicht bist du gerade am Anfang, vielleicht bist du aber auch schon ein alter Hase, der diese Branche seit vielen Jahren kennt. Ich bin mir in jedem Fall sicher, dass ich dich ein Stück weit inspirieren werde und dass ich dir auch einige Ideen und neue Anregungen an die Hand geben kann. Und bin mir gleichzeitig sicher, dass wenn du neu bist in dieser Branche, dass vielleicht die Möglichkeit besteht, dass du heute Abend sogar eine unruhige Nacht hast. Ja, der eine oder andere wird vielleicht sogar Dinge denken, ja, die er so in der Form noch nie gedacht hat. Manch einer wird vielleicht sogar Dinge denken, von denen er heute früh nicht mal geglaubt hat, dass er überhaupt so denken könnte. Aber ich sage mal, es ist eine gute Sache, so eine unruhige Nacht, in der wir Dinge denken, die wir noch nie gedacht haben. Denn nur wenn wir Dinge denken, die wir noch nie gedacht haben, dann können wir Dinge tun, die wir noch nie getan haben. Und nur wenn wir Dinge tun, die wir noch nie getan haben, dann können wir auch Dinge erleben, die wir noch nie erlebt haben. Und genau darum soll es gehen, dass du in Zukunft die Dinge erlebst, die du dir wünschst zu erleben. Und da kommen wir auch gleich zu dem allerersten Learning heute vielleicht. Fange an, größer zu denken. Denn nur das, was du dir vorstellen kannst, das kannst du auch umsetzen in die Realität. Und das Schöne ist, hier im Network Marketing, da bist du ja nicht alleine. Hier im Network Marketing ist im Grunde genommen jeder Einzelne an deinem Erfolg interessiert. Das ist schon garantiert durch den Plan. Ich meine, jeder von uns hat einen Sponsor, eine Upline, die möchte, dass du erfolgreich wirst. Selbst Partner aus anderen Organisationen möchten, dass du erfolgreich wirst. Und hier, dank des Erfolgskongresses vom Rekrutier, möchten auch andere Führungskräfte, sogar aus anderen Unternehmen, das Wissen mit dir teilen. Und auch die möchten, dass du erfolgreich wirst. Denn wenn du irgendwann auf der Bühne stehst oder irgendwo deine Geschichte erzählst und du hast es geschafft, dann heißt es, schau, auch der hat es geschafft. Und dann spielt es keine Rolle, wo du herkommst, was du vorher getan hast, welche Schulbildung du hast oder ja, welche Sprache du sprichst. Wichtig ist, dass du einfach nur die Arbeit getan hast. Und zudem möchte ja das Unternehmen, dass du erfolgreich wirst. Ich meine, die Firma setzt alles daran, dich mit den nötigen Informationen und Unterlagen zu versorgen. Und selbst der Chef im Network Marketing möchte, dass du erfolgreich wirst. Das ist nicht wie in einem anderen herklassigen Geschäft, dass der dann womöglich jammert und sagt, hey Mensch, der sagt, der kostet wieder so viel Geld. Nein, ganz im Gegenteil. Hier möchte jeder, dass du erfolgreich wirst. Und das ist anders wie in der klassischen Wirtschaft draußen, wo eine Ellbogengemeinschaft herrscht und jeder nur an seinem eigenen Erfolg interessiert ist. Denn stell dir mal vor, du machst dich mit einem Blumenladen selbstständig und fragst den Nachbarn, wie er die ersten Blumen verkauft hat. Der wird dir wahrscheinlich keine großartigen Tipps geben. Hier ist das Ganze anders. Wir sind eine große Gemeinschaft, eine große Familie, die ja dabei ist, die Welt aus meiner Sicht ein Stückchen besser zu machen. Bevor ich anfange, einige Geschichten und Tipps mit dir zu teilen, möchte ich mich ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Tobias Eckers und ich möchte jetzt nicht erzählen, was ich schon alles in meinem Leben erlebt habe und wie erfolgreich ich bin und wie viele Partner ich aufgebaut habe oder was ich an Geld verdient habe, sondern dir vielleicht eher die Learnings an die Hand geben, die bei mir nicht so funktioniert haben. Denn wenn ich eines weiß, dann auch, wie es im Network Marketing nicht funktioniert. Ich habe die Branche vor über 20 Jahren kennengelernt und war vom ersten Moment begeistert und habe gedacht, Mensch, du brauchst nie wieder arbeiten gehen. Und dieses Thema habe ich für mich tatsächlich durchsetzen können. Das heißt, ich war über 20 Jahre Unternehmer. Ich bin also nie für den Chef eines anderen unterwegs gewesen, da ich schon von jungen Jahren immer die Idee hatte, frei und unabhängig zu werden. Und ich war noch nie ein Fan davon, für die Ziele eines anderen Menschen zu arbeiten. Heute lebe ich den Traum, glaube ich, eines Networkers, lebe die meiste Zeit hier auf Spanien oder in Spanien. Und vor Corona war ich viel unterwegs, viel am Reisen und habe heute das Privileg, mir wirklich aussuchen zu können, wann ich arbeite, wo ich arbeite. Und das Schöne ist auch, mit wem ich arbeite. Die Frage ist jetzt,
was gilt es überhaupt zu arbeiten? Und da möchte ich dich ein bisschen inspirieren, gerade wenn du neu bist, das Ganze nicht zu sehr überdenken. Denn aus meiner Sicht gibt es gerade am Anfang so zwei Fehler, die viele Menschen gerne machen. Der ein oder andere, der versucht immer wieder zu lernen, von einer Schulung zur nächsten Schulung zu jagen. Und ja, der nächste, der überdenkt einfach viel zu viel und fängt nicht an zu handeln. Und ich bin Fan davon, gerade am Anfang die Ausbildung relativ einfach zu halten. Ich gehe sogar so weit und gebe meinen neuen Partnern die Idee an die Hand, wenn du es schaffst, am Anfang weder die Produkte zu erklären noch das Geschäft zu erklären. Und wenn du es schaffst, deinen Mitarbeitern ja die ersten Schritte nicht selber an die Hand geben zu müssen, das heißt, wenn du auch deine Mitarbeiter, deine Partner, deine Teampartner nicht ausbilden musst und das hinbekommst, dann bist du auf dem richtigen Weg. Denn auch das war ein Fehler von mir in der Vergangenheit. Ich war einer, der ja im Vertrieb, im Verkauf seine ersten Erfahrungen gemacht hat und gerne redet und sein Wissen teilen wollte, bis ich zu einem Punkt gekommen bin, und das hat bei mir über Jahre gedauert, dass ich verstanden habe, dass es nicht darauf ankommt, ja, was ich zu erzählen habe, sondern es viel wichtiger ist, den Leuten ja aufzuzeigen, wo sie die richtigen Informationen finden. Und vielleicht bist du neu oder einige Monate oder Jahre schon im Geschäft oder hast von dieser Branche schon gehört und glaubst, Network Marketing wirklich zu verstehen. Und ich sitze immer wieder mit Menschen und auch mit Interessenten zusammen, aktuell natürlich viel vor dem Computer, die sagen, ich weiß schon, wie der Hase läuft. Und da kann ich nur sagen, für mich schwer vorstellbar, denn ich selber bin im Grunde genommen erst vor 5 Jahren richtig im Network Marketing gestartet mit meiner jetzigen Company, auch wenn ich vor über 10 Jahren schon mal einen strukturierten Vertrieb aufgebaut habe in der Tiernahrung, von dem ich auch heute noch jeden Monat profitiere. Aber das Geschäft damals war mehr verkaufslastig. Ja, es ging darum, Kunden zu akquirieren. Und um Gottes Willen, Kunden sind auch heute die Basis unseres Geschäftes. Aber bis ich verstanden habe, was Duplikation bedeutet, was Wachstum bedeutet, hat es bei mir einige Jahre mehr gedauert. Und richtig verstanden habe ich Network Marketing erst, nachdem ich in meiner jetzigen Company weit mehr als 12 Monate aktiv war, bereits ein 5-stelliges passives Einkommen aufgebaut habe und dann mehr wollte. Ich habe mir Mentoren gesucht, ich habe mir Bücher durchgelesen und habe ja Seminare besucht, und dann kam der Punkt, wo es Klick gemacht hat. Da war der Punkt, wo der Schalter umgelegt wurde. Und von diesem Tag, ungefähr 1,5 Jahre nach dem Start meiner eigenen Company, hat sich mein Leben extremst verändert. Und heute sage ich, und diesen Spruch habe ich von einer Top-Führungskraft ja kopiert, Network Marketing richtig gearbeitet. Aus meiner Sicht ist es der Himmel auf Erden. Network Marketing allerdings falsch gearbeitet, ja, da gehst du teilweise durch die Hölle. Und wie lange brauchst du, um dieses Geschäft zu starten? Ich persönlich bin der festen Überzeugung, dass es nur wenige Stunden Ausbildung am Anfang benötigt. Und danach kannst du direkt in die Aktion treten. Und wenn man das auf das Wesentliche runterbricht, dann gibt es aus meiner Sicht nur drei Eigenschaften, die du lernen musst. Und Punkt 1 ist, ja, use the products. Punkt 2, share the products. Und Punkt 3, make an invitation. Für diejenigen, die jetzt kein Englisch sprechen, nutze die Produkte, teile die Produkte und mach eine Einladung. Mach eine Einladung, dir ein Video anzuschauen. Mach eine Einladung, ja, ein Gespräch mit deinem Sponsor zu führen. Mach eine Einladung, zu einer Geschäftspräsentation zu kommen. Oder mach eine Einladung, einfach mal ein Produkt für 1-2 Wochen auszuprobieren. Und die Frage ist jetzt, wie lange brauchst du, um dir diese Eigenschaften anzueignen? Use the products, ja, ich gehe davon aus, die meisten von uns bewegen physische Produkte. Das ist natürlich einfach. Hab dein Produkt dabei, egal wo du gehst, wo du stehst, und nutze es. Sorg dafür, dass, wenn du physische Produkte hast, die Produkte in deinem Wohnzimmer, in deinem Badezimmer stehen oder
wo auch immer, werde ein Produkt des Produktes. Und wenn du ein Produkt hast, was auch Erfahrungen mit sich bringt, welches Resultate bringt, dann hast du natürlich auch viel schneller die Möglichkeit, diese Erfahrung zu teilen. Share the products, ja, teile die Produkte. Wenn du Produkte hast, gib gerne mal ein Produkt weg zum Ausleihen. Frag mal jemanden, welche Erfahrungen er damit macht. Und Punkt 3 ist, make an invitation. Das heißt, mach eine Einladung, dir ein kurzes Video anzuschauen oder ein Tool zu nutzen. Und das hat der eine oder andere mit Sicherheit schon gehört. Und die Frage ist dann, was kommt danach? Ja, ich gehe davon aus, in deiner Company oder in deinem Team gibt es Tools, die du nutzen kannst. Wenn das nicht der Fall ist, ja, dann musst du vielleicht selbst ein Tool erstellen oder setz dich mit deiner Company auseinander, mit deinen Führungskräften und schau, was du dort nutzen kannst. Und ich selber bin der festen Überzeugung, wenn du ein, ich nenne es mal, schlechtes System hast, dann ist es immer noch besser als vielleicht 3 gute Systeme. Das heißt, versuche für dich einen Weg zu finden, den du versuchst, in deinem Team zu duplizieren. Und ich kann heute nur ein paar Erfahrungen aus meiner Vergangenheit oder aus meinem Network-Leben teilen. Und immer dann, wenn wir es einfach halten, dann findet Duplikation statt. Und es ist heute einfach, Dinge kompliziert darzustellen. Und es ist einfach, bis ins kleinste Detail zu gehen. Aber es ist gar nicht so einfach, das Komplizierte einfach umzusetzen. Deswegen, weniger ist da manchmal mehr. Und aus meiner Erfahrung ist es auch so, dass eine Überflut an Informationen gerade am Anfang durchaus die Begeisterung der neuen Partner hemmt. Ich habe auch Gespräche geführt mit Führungskräften aus anderen Unternehmen, wie denn dort die Ausbildung stattfindet. Und einige sagten mir, naja, die am wenigsten wissen, die haben die besten Resultate, gerade am Anfang. Natürlich sollte ich mir mit der Zeit Fähigkeiten und Skills aneignen. Wenn du maximale Erfolge haben möchtest, ist es so, dass die Menschen zum Schluss sowieso nur Menschen folgen. Und nicht umsonst heißt es ja auch, dass Network Marketing ja eine Persönlichkeitsschule ist. Das heißt, das, was du hier lernst, kannst du natürlich später in allen anderen Bereichen deines Lebens auch anwenden. Und wenn wir von Verkauf sprechen, ja, dann lernen wir natürlich, uns selber zu verkaufen. Aber aus meiner Sicht hat Network Marketing direkt weniger mit Verkauf zu tun, sondern es geht mehr um einen Sortierprozess. Und es geht darum, den richtigen Menschen die notwendige Zeit zu schenken. Was will ich damit sagen? Mein Thema soll ja heute auch sein, ja, weniger rekrutieren und dafür die Umsätze maximieren. Und gerade wenn du neu bist, dann habe ich das Gefühl, dass einige denken, sie müssen 10, 20 oder 50 Partner sponsern oder mehr. Aber wenn du einfach mal deine Führungskräfte fragst, auf wie viele Linien denn deren Geschäft aufgebaut ist, dann sind es meistens nur 3, 4, 5 wenige Linien, die womöglich 80% der Umsätze machen. Und eine Sache, die ich auch selber für mich gelernt habe, ist, dass wenn ich Menschen kennengelernt habe, die sie rekrutiert habe und die loslegen wollten und Feuer und Flamme waren, dass ich die in der Vergangenheit teilweise laufen lassen habe, weil ich dachte, die machen das ja schon. Und ich bin in der Vergangenheit auch Menschen hinterhergelaufen, denen ich helfen wollte, die ich missionieren wollte, wo ich Zeit investiert habe und die einfach nicht in die Bewegung gekommen sind. Und als ich verstanden habe, was Duplikation bedeutet, dass es darum geht, die 80% der Zeit, die du hast, in die 20% zu investieren, die wirklich wollen. In dem Moment war mein Leben als Networker ein ganz, ganz anderes. Wie würde ich dir heute empfehlen zu starten? Beziehungsweise, wie soll es funktionieren, dass du wieder die Produkte und das Geschäft erklärst? Ja, auf der einen Seite kannst du ein Tool nutzen. Und im nächsten Step hast du vielleicht folgende Fragen schon mal gehört. Wenn du jemandem ein Infovideo schickst, welches in vielleicht 5 Minuten, 10 Minuten oder in maximal 25 Minuten dein Geschäftskonzept, sowohl die Produkte, idealerweise auch das Geschäft erklärt, dann gibt es für mich immer 2 Fragen und die hast du vielleicht schon mal gehört. Ich kann dir also nicht viel Neues erzählen. Die eine Frage aus meiner Sicht ist immer, was hat dir am besten gefallen? Erzähl mal, und da hörst du schon raus,
ob die Produkte den Interessenten interessieren, ob es das Geschäftsmodell ist, ob es vielleicht ein gratis Autoprogramm ist, ob sie Incentive-Reisen sind, ob sie Community ist oder whatever. Die nächste Frage ist dann, okay, so auf einer Skala von 1 bis 10, wenn 1 bedeutet, das ist gar nichts für dich und 10, du möchtest sofort starten, wo siehst du dich? Und wir kennen das vielleicht alle, der eine sagt 5, der andere sagt 7, 8, 9, 10 heißt, der möchte im Grunde genommen starten, aber was machst du jetzt, wenn du neu bist? Du könntest versuchen, alles zu erklären, aber ich sage auch gerne, die Ausbildung beginnt schon bei der Einladung. Oder noch besser, die Ausbildung beginnt schon bei der Ansprache. Wie heißt es so schön, Monkey See, Monkey Do? Das, was der eine Affe vormacht, sollte der andere Affe idealerweise nachmachen. Und wenn du versuchst, alles zu erklären, dann sagt der Gegenüber womöglich, boah, geile Socke, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Ich springe jetzt ein paar Jahre zurück in der Tiernahrung. Meine beste Verkäuferin hat, glaube ich, damals Tiermedizin studiert und Dutzende, über 100 Kunden begeistert auf der Straße angesprochen, gefragt, ob wir den Hund mal zum Essen einladen dürfen. Und kaum einer wollte Vertriebspartner werden. Ich habe gesagt, ganz zum Schluss an der Präsentation, wenn wir im Wohnzimmer sitzen, solltest du fragen, kennst du jemanden, der noch Lust hat, 500 Euro dazu zu verdienen, weil wir laden jetzt hier alle Hunde und Katzen zum Essen ein? Und die Antwort war meistens nein, sagt sie. Und ich wollte ihr gar nicht glauben, dass sie wirklich fragt. Und habe dann einen der folgenden Termine mitbesucht. Und ja, was habe ich dort gesehen? Die hat dann dreiviertel Stunde einen Vortrag gehalten, wie sich die Darmzotten verändern und zurückziehen, wenn du das Futter austauschst und wie sich das Eiweiß-Phosphor-Verhältnis im Körper verändert und. Ich habe gesagt, das haben wir dir nicht so beigebracht. Wir haben einen Flipchart, den liest du ab. Damals war noch nicht die Möglichkeit der visuellen Kommunikation möglich. Es war ein einfacher Flipchart, was ist bei uns drin, was ist bei den anderen nicht drin und wollen wir es mal im Monat ausprobieren. Das dauert 5 Minuten, ein bisschen Smalltalk, ein bisschen Spiel mit dem Hund. Und die Quote ist annähernd dieselbe, weil zum Schluss können wir den Falschen eh nicht das Richtige erzählen und dem Richtigen nicht das Falsche. Und wenn wir danach dann die Frage gestellt haben, sag mal, kennst du jemanden, der uns hier unterstützen möchte? Wir haben so viele Empfehlungen, wir kommen gar nicht hinterher. Dann sagten viele tatsächlich, ja, ist das nicht was für mich, weil es einfach klingt. Ja? Das heißt, die Einfachheit, das ist ein Thema, über das ich heute sprechen möchte. Und wie kannst du einfach den Follow-up-Prozess optimieren? Der eine oder andere hat schon mal gehört von der dritten Person. Nutzt deinen Sponsor und vielleicht kennt der eine oder andere auch Strachowitz. Da gab es das ABC-Modell, glaube ich, zu Hause im Wohnzimmer. Und dieses System nutze ich in meinem Team über einen Wohnzimmer-Chat über WhatsApp. Du kannst auch Telegram nutzen vielleicht oder einen anderen Messenger deiner Wahl, den viele Partner nutzen. Und jetzt springe ich wieder zurück. Was hat dir am besten gefallen? Wo siehst du dich auf einer Skala von 1 bis 10? Und jetzt könnte einer sagen 5. Das heißt, er braucht noch einige Informationen, um vielleicht auf eine 7 oder 8 zu kommen. Du könntest das Follow-up selber machen am Anfang. Aber meine Empfehlung ist, lass jemand anders für dich arbeiten. Warum? Der Neue sieht dann gleich, Mensch, der schickt mir nur ein Video und die Fragen beantwortet jemand anders. Das heißt, du könntest sagen, okay, du hast bestimmt noch ein paar Fragen. Was hältst du davon, wenn ich dich mal verbinde mit einer Führungskraft aus meinem Unternehmen und die kannst du wirklich alle Fragen löchern und dann können wir dir auch einfach mal zeigen, wie wir arbeiten. Oder eine andere Frage, Mensch, ich könnte jetzt alle Antworten natürlich geben, aber wenn du dich tatsächlich dazu entschließen solltest, dieses Geschäft zu arbeiten, dann könntest du es morgen nicht nachmachen. Oder ich beantworte die Frage so, dass du es morgen auch direkt nachmachen könntest. Was wäre dir lieber? Und du kannst die Antwort denken, die meisten sagen, naja, das Zweite. Und dann sagst du, okay, Mensch, super, ist auch nicht mein Job, hier die Fragen zu beantworten, aber was hältst du davon, wenn ich dich einfach mal verbinde mit jemandem, der hier schon sehr erfolgreich ist und dann kannst du den alle Fragen löchern. Und damit schließt sich im Grunde dann der Kreislauf und ich empfehle meinem Partner dann, eine Gruppe zu erstellen, die heißt dann LL, das ist das Kürzel für unsere Company und dann kommt da der Name rein von dem Sponsor und dem Interessenten und dann packt er noch den Sponsor rein, die Ableine und sagt, Mensch, ich habe hier eine 7, guten Freund, kenne ich schon lange, der ist interessiert, hat aber noch ein paar Fragen und auf der anderen Seite ist das mein lieber Sponsor, der ist schon viele Jahre aktiv und erfolgreich, lieber Sponsor, wann hast du mal ein paar Minuten Zeit für einen Call? Und in dem Moment übernimmt der Sponsor die komplette Kommunikation, das komplette Follow-up, auch in dieser WhatsApp-Gruppe.
Jetzt sagt der eine oder andere, WhatsApp-Gruppe ist ja nichts Neues. Ja, klar, es gibt dort Gruppen mit Hunderten von Partnern und auch bei Telegram. Wir arbeiten bei uns in Dreier- oder Vierergruppen. Das heißt völlig individuell. Denn gerade am Anfang bin ich der Meinung, dass es wichtig ist, ja, den neuen Partnern die Aufmerksamkeit zu geben, wenn sie denn was tun wollen. Ja, aber okay, einfach mal weiter im Text. Ich hoffe, ihr könnt nachher das Ganze zusammenfinden oder zusammenbringen. Es ist tatsächlich so ein bisschen frei ohne Konzept, aber ich habe mit dem Tobias Schlosser gesprochen, er sagt, Mensch, das ist so ein Ding, so ein Insight, die Technologie oder der Ablauf, wenn du da ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern könntest, das wird vielleicht dem einen oder anderen helfen. Okay, gehen wir mal das Beispiel durch. Du bist ein neuer Partner, ja, und du hast einen Interessenten. Der guckt sich das Video an, der sagt, super, ich möchte mehr. Dann machst du eine Gruppe mit dem Interessenten, packst mich vielleicht dort noch als Sponsor rein. Ich übernehme die Kommunikation und verabrede mich dann auf einen Zoom-Call idealerweise oder vorab auf ein kurzes Telefonat. Ich übernehme die Fragen, ja, und führe dann ja dich durch den weiteren Prozess. Ich nenne das gerne eine verlängerte Geschäftspräsentation. Denn eines hast du vielleicht auch schon mal gehört. Über 90% aller Interessenten brauchen mehrere Impressionen, um Network Marketing wirklich zu verstehen. Und die frustriertesten Menschen in diesem Geschäft sind die, die das Geschäft kennengelernt haben, sofort all in waren und gesagt haben, das ist die Chance meines Lebens, dann loslaufen, mit Menschen sprechen und feststellen, die haben alle einen ganz anderen Plan. So war es bei mir übrigens ganz am Anfang. Ich war einer, der das Konzept gesehen hat und gedacht hat, ich brauche nie wieder arbeiten. Und auch heute lebe ich dieses Motto, wenn du liebst, was du tust, musst du niemals arbeiten. Oder anders gesagt, wenn du nicht liebst, was du tust, wirst du in dem, was du machst, wahrscheinlich nicht wirklich erfolgreich werden. Okay, gehen wir wieder zurück. Du machst eine Gruppe, ich übernehme den Prozess. Und im ersten Step geht es immer darum, ja, die Leute abzuholen. Das heißt, die Fragen zu klären. Und ich glaube, ich bin der festen Überzeugung, dass wirklich maximal einer von 10 eine spontane Entscheidung treffen kann, ohne den Arzt zu fragen, den Anwalt oder das dreijährige Kind. Und der eine möchte mehr Infos zu den Produkten und dann mache ich einfach ein Follow-up und sage, okay, Mensch, ich schicke dir noch ein weiteres Video zu den Produkten. Bis wann schaffst du das? Lass uns nochmal danach kurz schließen, wieder über Zoom. Und der Sponsor, der eigentliche Sponsor, der hört immer direkt zu. Und bei der Einleitung, wenn ich diesen Call mache, sage ich auch immer direkt klar, Identifizierung. Warum machen wir diesen Call? Nicht, weil dein Kontaktmann, dein Sponsor deine Fragen nicht beantworten kann, sondern damit du erkennst, wie einfach unser System ist. Das heißt, sobald du neue Interessenten hast, ist es auch nicht dein Job, die Fragen zu beantworten und die Partner auszubilden oder dort abzuholen, wo sie sind, sondern dann lässt du deinen Sponsor für dich arbeiten. Ja? Und ich bin vielleicht trotzdem noch drin als Mentor in dem Call, in der WhatsApp-Gruppe. Okay, und was ich jetzt einfach mal mache, ich share einfach mal ein Dokument, mit dem ich tatsächlich sehr viel arbeite und ich hoffe, dass der eine oder andere dann die Idee bekommen kann. Es ist gar nicht so einfach, das zu erklären, was ich hier rüberbringen möchte, wenn ich das Ganze auf 30 Minuten reduzieren möchte, aber vielleicht könnt ihr das sehen? Hier ist A2, das ist so der zweite Teil der Ausbildung. A1 ist so das Kennenlernen, das heißt Fragen beantworten, die Leute abholen. Und gelegentlich ist es auch so, dass Menschen sagen: Hey, ich kann mich noch nicht entscheiden, ich bin eine 7. Dann sage ich: Komm, schau doch mal in unsere Ausbildung rein. Das heißt, ich nenne das wirklich eine verlängerte Geschäftspräsentation, denn ich bin der festen Überzeugung, je mehr die Menschen verstehen, was wir machen, desto weniger können die sich aus dem Ganzen ja, zurückziehen. Ja? Und wenn wir das Ganze jetzt in einem Dreier-Call hätten und du bist hier als Sponsor und dein Interessent ist dann dort, dann gehe ich tatsächlich sogar so weit, dass ich das Ganze hier vorlese. Ja, das heißt, ich zeige ihm, wie einfach das Ganze ist. Und wenn du als Sponsor das Ganze zwei, dreimal gehört hast, dann kannst du natürlich dieses Dokument auch vorlesen. Das möchte ich jetzt nicht. Ja, wie in allen Bereichen ist dein Leben abhängig von ja, Vertrauen und Glauben in deine Fähigkeiten. Du brauchst ein System und das ist wichtig. Und was mir wichtig ist, ist die Duplikation rüberzubringen. Das Rezept für den Erfolg, das ist die Duplikation. Und um ein großes Team aufzubauen, ist es nicht erforderlich, dass du selbst viele Menschen für das Geschäft gewinnst. Es geht eben anderen darum, das zu lernen, was du tust. Und auf diese Art und Weise bekommst du viele Menschen, die mit dir zusammenarbeiten.
Und um damit erfolgreich zu sein, brauchst du ein System zur Duplikation. Und um die Aussage dieser oder die Wichtigkeit dieser Aussage zu verdeutlichen, habe ich tatsächlich immer ein Beispiel und das gebe ich dir kurz rüber. Ja? Nehmen wir an, dass Frank viele Menschen kennt und in der Lage ist, 70 Kunden pro Woche zu werben, wobei ich denke, dass nur wenige dazu in der Lage sind. Aber Silke wählt eine andere Methode. Sie gewinnt 2 neue Partner innerhalb eines Monats und trainiert diese. Ja? Und Silke macht das Ganze nicht alleine, sondern diese Personen lernen die Produkte, das Unternehmen, das System, die Präsentation, was man sagt, was man nicht sagt und wie man die Werkzeuge benutzt und sie lernt die Grundlagen über Network Marketing. Aber sie macht das nicht alleine, sondern wird von dem Sponsor und der Upline unterstützt, so wie ich dich jetzt auch dabei unterstütze, deinen Partner auszubilden. Und das ist etwas, wovon die meisten Leute denken, dass sie es auch tun können. Und im nächsten Monat wird Frank weitere 70 Kunden pro Woche, während Silke einfach nur ihren beiden Leuten hilft, genau das zu tun, was sie im Monat zuvor gemacht hat. Und im dritten Monat ist es Silkes Job, der Mentor zu sein. Das heißt, sie sorgt dafür, dass alles am Laufenden gehalten wird, leitet und führt und korrigiert, damit die Duplikation diesen Monat genauso weitergeführt wird. Und im vierten Monat übernehmen die Partner, die sie selber gesponsert hat, ihrerseits dann die Funktion des Mentors und Silke hat den Job mit dieser Gruppe erledigt. Das heißt nochmal im ersten Step, du hast neuen Partner, 2 Partner, die bilde ich mit aus. Ich kläre die Fragen. Im nächsten Step haben diese Partner neue Partner und dann ist dein Job, dort die Fragen zu klären. Und ich bin als Mentor noch mit dabei, falls mal eine Frage kommt, die du nicht beantworten kannst. Und im nächsten Step, ja, ist die Aufgabe deiner direkten Partner, die Partner im dritten Level auszubilden und du bist der Mentor, der noch eingreifen kannst. Und so habe ich einen Haufen Gruppen bis in der dritten Generation von Menschen, die ich kenne, wo ich einen persönlichen Kontakt habe, wo ich auch mit eingreifen kann. Und wenn du das duplizierst, dann ja, reden wir auch von einem passiven Einkommen, denn das Ziel sollte sein, einen neuen Partner ja, so schnell wie möglich unabhängig zu machen. Und wenn du die ersten Partner hast und die womöglich eine Woche später den neuen Partner haben und du den Zettel vorliest, ein paar Fragen klärst, dann kommst du in einen Lehrprozess. Und auch das ist ein Thema, was ich dir heute die Hand geben möchte. Aus meiner Sicht sind 3 Dinge wichtig. Am Anfang musst du natürlich etwas lernen, ein bisschen Grundlagenwissen bekommen, aber nicht zu viel. Das, was wichtig ist für die ersten Schritte. Dann musst du in die Aktion kommen, ja, tun, Tag und Nacht oder nicht unnötig trödeln. Oder die Trägheit unermüdlich neutralisieren, denn ohne, dass du in die Handlung kommst, kannst du nicht lernen. Ganz klar, am Anfang ist es vielleicht nur einer von 10, der sagt, ja, yeah, da mache ich mit, aber das ist normal, das ist ein Quotengeschäft. Aber nur dadurch, dass du in Aktion kommst, kannst du entweder gewinnen oder lernen. Ja? Und Punkt 3 ist, du musst lehren. Du musst so schnell wie möglich auch selbstständig werden. Und in dem Moment, wo du lehrst, dann ja, wächst das größte Potenzial in dir. Jetzt komme ich nochmal zur Duplikation. Ich habe das Beispiel vielen Menschen präsentiert und alle haben gesagt, dass sie nicht glauben, dass sie das tun können, was Frank getan hat. Aber fast alle sagen, dass Silkes Job einfacher scheint. Und wenn du jetzt so arbeitest wie Frank, dann wird dein Team nach 2 Jahren rein rechnerisch aus 7.280 Kunden bestehen. Und das ist ein Job, von dem fast keiner glaubt, der könne ihn tun. Aber so wie Silke zu arbeiten mit einer Duplikation einmal im Monat, bringt dir nach 2 Jahren rein rechnerisch 16 Millionen Menschen in dein Geschäft. Und das bei einer Arbeitsweise, von der viele Menschen glauben, sie tun zu können. Und das ist jetzt nur ein Beispiel, um dir zu zeigen, wie wichtig Duplikation ist, anderen beizubringen, das Gleiche zu tun wie man selbst. Und das ist anders, als es die meisten Menschen gewohnt sind zu denken. Ja, in der Regel tauschen sie nur Zeit gegen Geld. Sie können nur die Entlohnung ihrer eigenen Arbeit verstehen und glauben, dass sie es alles alleine tun müssen, weil ihnen niemals jemand erklärt hat, eine Vorstellung zu entwickeln, wie man andere Menschen seine Aktivitäten einbindet und seine Arbeitsleistung und Zeit dupliziert. Manchen mag es so vorkommen, als wenn das Rekrutieren neuer Partner am wichtigsten wäre. In erster Linie geht es aber darum, ein duplizierbares System zu haben und anzuwenden, ja, mit dem man das Geschäft so vielen Kunden und Partnern wie möglich näher bringt, ihnen alle Vorteile des Systems aufzeigt, ja, und ihnen dann erklärt, wie man durch dessen Anwendung großen Umsatz erzielen kann. Jetzt sagt der eine oder andere vielleicht, in meiner Company kann ich mit 2 Partnern keinen massiven Erfolg haben und da bin ich auch bei dir.
In unserem Fall funktioniert das. Und wenn ich eine Zweier-Duplikation tatsächlich über 10 Ebenen aufbaue und jeder nur im Monat für 100 Euro Produkte konsumiert, dann habe ich schon ein hohes fünfstelliges Einkommen. Aber geh davon aus, du baust 4 Leute auf, vielleicht 5. Es geht darum, dass wir im Network erst die Arbeit starten, nachdem der Partner sagt, ich mache mit. Ja, also das ist, was ich damit sagen will, wenn du jemanden hast, der will, bring dem das bei, was du kannst. Bring dem das System bei. Zeig ihm die Arbeitsweise. Nur wenn der unabhängig werden kann und das Wissen weiter kommuniziert, dann können wir von Duplikation sprechen. Und das ist eigentlich die Hauptmessage, die heute rüberkommen soll. Ich brauche eigentlich in jedem Unternehmen 2, 3, 4, vielleicht 5 Partner, die wirklich wollen. Und um die zu bekommen, muss ich natürlich am Anfang mit vielen Menschen sprechen, ja, aber wenig Information. Versuch nicht, die Leute zu überreden im ersten Step, sondern wenn du neu dabei bist, versuche innerhalb von kürzester Zeit mit vielen Menschen wenig Informationen zu tauschen und schau, ob dort die Menschen dabei sind. Und wenn dort einer da ist, dann fördere ihn und fordere ihn natürlich auch. Das heißt, gib ihm sowas wie eine Hausaufgabe am Anfang und zeig ihm, wie das Geschäft funktioniert und helf ihnen dabei, die ersten 3, 4 Partner zu begeistern. Und das ist das, was ich aus der Vergangenheit kennengelernt habe. In der Tiernahrung damals hatte ich einen meiner ersten Partner, der Zeit hatte, der wollte. Das war ein arbeitsloser Ingenieur. Ich war, glaube ich, 4 Wochen mit ihm unterwegs. Damals hatten wir das Internet noch nicht. Ich habe 4 Wochen immer wieder gezeigt, wie die Gespräche funktionieren, habe mich um eine Person intensiv gekümmert. Dieser Mensch verdient heute ein sehr, sehr, sehr hohes fünfstelliges Einkommen über Jahre. Hat mittlerweile auch hier bei Tobias ein Buch rausgebracht. Ich glaube, naturverbunden erfolgreich. Ganz kurz ein Buchtipp, ganz witzige Sache. Und habe aber auch immer wieder festgestellt, wenn ich Zeit in Menschen investiert habe, es hat sich immer ausgezahlt. Ja? Das heißt, lauf nicht den Menschen hinterher, die nur Zeit rauben. Ja? Sondern schau, dass du Menschen findest, die was verändern wollen. Und lieber hast du 2, 3, vielleicht 5, die wirklich was verändern wollen und du investierst dich in die, vielleicht gemeinsam mit deinem Sponsor. Es bringt dir langfristig mehr, eine Handvoll von Leadern zu haben, ja, denen wir dann auch natürlich beibringen, langfristig verschiedene Skills, Fähigkeiten, Persönlichkeitsentwicklung an die Hand zu geben, als dass du immer wieder auf der Suche bist nach neuen Partnern. Und auch das ist ja manchmal ein Thema, wenn du sagst, ich weiß nicht, zu wem ich sprechen soll und du hast die ersten Partner in deinem Team, frag den einfach, ja, ob er da mal wieder eine neue Gruppe aufmachen kann, so heißt es bei uns. Ich selber jeden Tag Dutzende von neuen Gruppen, in denen ich auftauche. Manchmal kommt die Frage dann, boah, dann musst du ja hunderte von Gruppen haben. Oft bin ich dort nur als Mentor drin, aber es ist der 3-Wege-Call und du bist am laufenden Band mit deinen Partnern im 2. und 3. Level verbunden. Das ist eigentlich das, was ich heute rübergeben möchte. Auf der einen Seite, ja, investiere die Zeit in die Menschen, die wirklich wollen. Und ja, schau, dass du mit den Partnern auch aus dem 2. oder 3. Level verbunden bist, weil die brauchen dich. Und wenn du dann auch die Fragen in der Gruppe hast, beispielsweise, wenn ich Fragen bekomme aus der Tiefe, aus meiner Struktur und die sind in keiner Gruppe drin, sage ich, bitte schreib mal in der Gruppe. Weil dann hat der Sponsor und die Upline auch die Frage, die kann ich dann dort aufwenden, auch einem reinbringen. Und aus meiner Sicht ist das ein System, was wir ja vor einiger Zeit ins Leben gerufen haben, mit dem die Kommunikation im Team und auch mit den Partnern um einiges effektiver geworden ist. Ich hoffe, du konntest ein bisschen was mitnehmen. Ich sehe, 30 Minuten sind tatsächlich schon rum. Use the product, share the product, make an invitation. Nutz deine Upline, nutz die 3. Partie und was bleibt es mir noch zu sagen? Ich wünsche dir einfach weiterhin viel Erfolg. Wenn du ein bisschen mehr über mich wissen willst, dann google einfach meinen Namen. Ansonsten, ja, lass uns Network Marketing einfach größer machen und ich bin der festen Überzeugung, 2021 wird das Jahr überhaupt. Alles spricht für uns, arbeiten von zu Hause aus, die Zeiten verändern sich, ja, und wer da nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Wir sind zur richtigen Zeit am richtigen Ort. In diesem Sinne, alles, alles Gute für dich, dein Tobias Eggers.